Als Sternekoch verdient man da mehr als neuer normaler Küchenchef? Wisst ihr, dass die Soße das teuerste auf dem Teller ist? Aber ich habe noch mal so eine empfindliche Frage. Aber Florian, so zwei Sterne ist ja... Komm jetzt mal. Zwei Sterne. Arbeiten, das ist mein zweites Zuhause. Ja, wir haben alle 6 Wochen eine neue Karte. Wer gibt, der bekommt. So divine, hustle every day, we ain't come to play, 24/7, that's what's up, no lie, you know the way. From Hamburg to Munich, they know what we doing, our restaurants are here for you, we'll have you feeling groovy. Hallo meine lieben Gastkollegen, gestern haben wir lecker gegessen im Sterne-Restaurant bei Florian. Das war nicht nur gut, das war unvergesslich. Wir hatten insgesamt 8, 9, 10 Gänge mit den Überraschungen, die es von dir gab. Vielen Dank dafür. Wir wollen einfach mal wissen, wie es in der Tiefe in der Sterne-Gastronomie aussieht. Wir wollen von Florian ein paar Insights wissen. Dann gehen wir jetzt wohin? Wir gehen jetzt zum Eichethof. Das ist einer unserer Hauptlieferanten. Das ist der Biobauernhof, der hier im Ort ist. Und der versorgt uns nicht nur mit Gemüse, Kräutern, Äpfel, Essig, Bränden, sondern auch mit schön nachhaltig gehaltenen Geflügel, Rinder, Schweine. Und den besuchen wir jetzt. Dann gehen wir los, oder? Ja. Also auf, komm. Wunderbar. Persönlich, wo ich bestelle. Aber das ist jetzt kein Standard von einem Sterne-Restaurant, dass die alle so eine Ranch hier haben. Ne? Also die meisten, die bestellen. Gott sei Dank nicht. Das, ist schon das ein macht ja aber euch auch dann aus, oder? So ein bisschen? Ja. Ein Stück weit? Das gehört alles noch zu euch? Ja. Entschuldigung. Also hier in der Gärtnerei, da sind zum Beispiel jetzt die Kartoffeln gelagert. Mhm. Bei der nächsten Tür werden die Essige gemacht. Am Eichethof ohne die Saisonkräfte werden wir, denke ich, plus minus um die 40 sein, denke ich mal. 40. Und ihr versorgt aber auch das Hotel, das Frühstück damit? Oder ist das dann genau so? Mal mehr und weniger. Ich sag mal, arbeiten, ich sag mal, das ist mein zweites Zuhause, muss man ehrlicherweise sagen. Vorhin hast du mir die gleiche Antwort gegeben. Die Stunden sagst du nicht so gern, ne? Ja, da redet 12, man nicht 13, drüber. Ja, kann schon sein, 12, dass 13. das irgendwo da ist. Aber wie gesagt, das ist ein selbstgeschaffenes Leid. Wir machen es alle selber und es ist ja mit dem Kochen nicht getan. Wie gesagt, man muss sich mit den Lieferanten auseinandersetzen, man muss planen, überlegen, Karten schreiben, auch im Kopf schon mal anfangen, wann mache ich was. Es ist mit dem reinen Kochen nicht getan. Wie findest du dein Personal? Super. Ohne Personal wäre ich nichts. Wie findest du es? Wie finde ich es? Ganz unterschiedlich. Instagram hast du vorhin aber auch erwähnt. Die Vicky, die hat mich gefunden. Die hat uns Probe gegessen, dann stand sie am Samstagabend in der Küche und am Sonntagabend, Samstagmorgen war per E-Mail eine perfekte Bewerbung im E-Mail-Postfach. Also die hat uns gefunden und den André zum Beispiel über Social Media. Also Social Media ist schon wichtig auch, ne? Wird immer wichtiger, ja. Wir gehen jetzt zu den deutschen Angus-Rindern. Haben die auch einen Namen? Der erste Bulle, als ich angefangen habe damals, hieß Florian. Und was wird da gemacht? Biogas. Biogas. Die ganze Wärme für Schloss kommt von hier. Kommt von hier. Also unsere Ambitionen sind viele zufriedene Gäste. Aha. Das ist das primäre Ziel. Und aber Florian, so zwei Sterne ist ja, komm jetzt mal, zwei Sterne ist doch nochmal, ich meine, das ist ja wie wenn jemand das entscheiden sagt, andere, wie gesagt, ich werde mir nie, ich gehöre nicht zu denen, ich würde es nie herausnehmen zu sagen, ich koche 2 Sterne, manche Gerichte sind stärker, manche sind schwächer. Unterm Strich muss der Gast happy rausgehen, muss ein gutes Gefühl haben, dass er was Tolles erlebt hat an dem Abend. Und man braucht ja auch so eine Challenge zu sagen, ich möchte irgendwann mal 2 haben. So, die Challenge ist, viele zufriedene Gäste. Meine Oma wusste damals, was ein Stern ist. Ich habe nie mit ihr darüber geredet. Ja. Und das macht schon stolz, wenn halt aus dem Heimatort die Zeitung anruft. Dann sieht man, was das für eine Reichweite hat. Für leckere Küche. Für leckere Küche. Wir haben alle 6 Wochen eine neue Karte, circa. Okay. Und man kann noch keine wirkliche, wie gesagt, Stilistik, würde ich jetzt sagen, festlegen. Dadurch, dass sich jetzt das Menü immer ändert und die Gäste können sich eigentlich darauf verlassen, dass es immer schmeckt. Das heißt, wenn die neue Karte kommt, dann machst du dich schon die Gedanken über die danach kommt, ne? So langsam, sammelst du schon. Ja. Also nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Genau.
der Anspruch ist nicht, das Rad neu zu erfinden, aber einfach, dass man halt schon versucht, aus den gegebenen Produkten ein bisschen mehr rauszukitzeln, mit überraschenden Zutaten, Gewürzen, Kombinationen. Es darf aber bei uns nicht zu wild sein, weil es passt A nicht zu mir und auch nicht zum Schloss, zum Ambiente. Wir versuchen wenig Wiederholungen zu machen, was die Gerichte angeht. Sicherlich hat man viele Kombinationen, die sehr klassisch sind, da kommt man fast nicht drum herum, die zu verbinden, zu kombinieren. Erzähl mal was in Richtung Klassik. Unser Menü gestern war ja klassisch geprägt, also die Art der Gerichte, aber völlig neu interpretiert. Da fand ich die Forelle-Müllerin-Art spannend. Ich kenne die ISO. Das ist eine Forelle am Stück bemehlt, in ganz viel Butter angebraten. Es gibt Salzkartoffeln dazu. Erzähl mal, wie ihr das macht. Das war völlig anders von der Interpretation her. Wir haben die Forelle 16,8 Kilometer. Da sind wir wieder bei der Regionalität. Das ist die Entfernung zum Forellenbauer. Wir haben das Gericht halt schon ein Ticken leichter gemacht. Und das Mehl macht es dann auch wieder ein bisschen schwerer. Es soll aber bekömmlicher sein, wenn man mehrere Gänge isst. Und dass man dann halt spielt mit dem... mit der Buttrigkeit der Soße, die Säure macht es wieder ein bisschen bekömmlicher. Ja. Die Kartoffel von unserem Eichethof als Kartoffel und als Chip, dass man auch ein bisschen Crunch-Mundgefühl hat und nicht diesen deutschen Einheitsbrei. Also, dass man sich auch möglichst viel verwendet, dass man sich halt nicht nur die Edelteile rausschneidet, sondern dass man sich dann auch, wenn man schon so teure Produkte kauft, aber es ist nicht nur die teuren. Wir machen ja auch aus vermeintlichen, sagen wir, Kartoffelschalen kann man weiterverarbeiten, Karottenschalen kann man weiterverarbeiten, wenn man das Know-how und die Technik hat und dass man halt wenig Müll produziert und dann kann man auch spannende Gerichte produzieren und dass man halt sich die Arbeit macht, dann auch die Karkassen herzunehmen, weil dann habe ich wirklich alles verwendet und kaufe kein teures Filet. Ja. Also hört mal zu, wenn ihr alles wegwerft, Kartoffelschalen, Karottenschalen, der Sternekoch, der verwendet es wieder in der Sterneküche. Da kann man was draus machen. Ja, das A und O, dass man halt, dass der Produkt der Star ist, gell? Ich sag mal, dass man halt lieber weniger macht, bevor ich eine große Karte anbiete und auf die Qualität der Produkte achte und die Gerichte dann gescheit koche. Und im Gegenzug brauchst du dann auch ein Team, dass das, was du dir vorstellst, auch umsetzen kann, weil alleine wird man es nie schaffen. Und dann sind wir lieber eine kleinere Karte, die ist auch sicherlich besser kalkulierbar. Man hat weniger Verlust, weil in der Regel alles verarbeitet wird. Ja, auch das ist ja bei uns. Die Karte muss ja so geschrieben sein, dass jeder im Team das umsetzen kann. Ich kann ja jetzt nicht so verrückt werden. Es muss handelbar sein bei 2 Gästen oder bei 20. 6 Wochen am Stück oder länger. Ja, also Kooperation und Zusammenhalt unter Gastrokollegen, was auch die Mission ist vom Gastroflüsterer oder von unserem Team, das hat Florian hier schön gesagt. Früher haben die Köche alle immer Geheimnistuerei mit ihren Rezepten. Nee, man kann sich doch gegenseitig austauschen und sagen, wie machst du das? Wie setzt du die Jus an? Und. Ich finde das toll. Wer gibt, der bekommt. Vielleicht noch ein Insider zu dem Thema Soßen. Wisst ihr, dass die Soße das teuerste auf dem Teller ist? Ist? Ja, das ist so. Die Soße wird teilweise in 3 Ansätzen gekocht, über 3-4 Tage teilweise. Und die ist teurer wie das Stück Fleisch oder Stück Fisch, was ihr drauf habt auf dem Teller. Wenn man die Arbeitszeit und die Stunden und die Materialien runtergebrochen, dann auf die Menge. Und die Heizkosten. Genau. Also schätzt die Soße und esst auf dem Teller immer ganz leer, schlägt die Soße aus und Schluss. Aber ich habe noch mal so eine empfindliche Frage. Ich muss dir auch mal empfindliche Fragen stellen, Florian. Als Sternekoch verdient man da mehr als neuer normaler Küchenchef? Ich bin glücklich. Und ich, wie gesagt, das ist auch keine Intention. Und ich bin dann auch nicht hingegangen, kriege jetzt eine Gehaltserhöhung, weil ich den Stern gemacht habe, wir den Stern bekommen haben. Für mich ist das einfach, ich habe meinen Job gemacht und das anscheinend gut mit dem Team zusammen. Und jetzt kannst du nicht jedes Mal noch eine Gehaltserhöhung fordern. Sicherlich leben und leben lassen. Ja. Brauchen wir nicht drum herum reden. Und auf den Stundenlohn darf man es wahrscheinlich auch nicht runterbrechen. Ja. Aber wie gesagt, mit Schloss von Kammern, wir haben einen mega guten Arbeitgeber. Uns geht es wirklich gut. So stark, wie der hinter uns steht, gerade in den letzten
drei Jahren. Auch durch Corona, ne? Gerade, da hat man es das gesehen. Rufe ich da an, sag Diggi, komm mal zu mir rum, guck mal, ob ich Sterne ist oder was mache ich da? Nee, in der Regel ist es so. Sprich dir das rum. Also die Tester vom Guide Michelin zum Beispiel hier in Deutschland, die gucken da klar immer rein, auch in Social Media mittlerweile sehr stark, wo gibt es zum Beispiel Neueröffnungen. Und wenn du jetzt ein Restaurant öffnest mit der Ambition, in einem Michelin-Stern zu erkochen, dann ist es in der Regel so, dass man einen Brief oder eine E-Mail an die Chefredaktion des Guide Michelin hier in Deutschland schreibt. Hallo, hier sind wir haben neu eröffnet. Bitte überprüfen Sie unsere Küchenleistung. Auch ganz wichtig, Michelin schaut nur auf den Teller. Das ist das Hauptkriterium, was serviert wird. Nicht auf den Wein, nicht auf den Service, sondern es zählt ganz, ganz stark der Teller. Also mit einer Imbissbude brauchst du auch nicht hinschreiben? Nein, und zwar in Asien gibt es Streetfood-Restaurants. Nein, in Singapur. Sag mir das jetzt nicht. Hawker Stalls, die machen ein Gericht und haben einen Michelin-Stern. Krass, also es geht wirklich nur um die Qualität? Es geht nur um die Qualität, genau. Und der Chefinspektor von Deutschland hat mir mal gesagt, wenn der geniale Teller aus einem schwarzen Loch aus der Wand kommt, können es drei Michelin-Sterne sein. Das war so herzlich, wir haben es so wohl gefühlt. Wir haben super wohl gefühlt. Vielen lieben Dank. Danke und dass auch ihr dabei wart. Okay, let's go, you know we're here for no jokes. Got the hustle on lock, my dog right now, you deliver pros. What you want on your plate, we got you covered all day.